Lukas Pratschka hat mit seinem Border Collie Falco 2013 die RTL-Show Supertalent gewonnen und besuchte vor Weihnachten die neue Mittelschule Asbach und stand den Schülern für Fragen bereit. Ich möchte gern wissen, wie er zu den Hunden gekommen ist. Bei mir fing das irgendwie an, dass mein Vater, als ich ein Kind war, immer meinte, er möchte unbedingt einen Hund haben. Und ich hatte aber irgendwie Angst immer vor Hunden. Und für mich war das so, nein, wir brauchen zu Hause keinen Hund. Und er hat uns immer wieder ins Tierheim mitgenommen, zum Hundeschauen oder auch zum Welpenschauen. Und irgendwann war es dann so weit, dass er gesagt hat, ja, weißt was, mich interessiert das jetzt nicht mehr, ich kaufe mir jetzt einfach meinen Hund. Und dann habe ich den Falco zu Hause gehabt. Und irgendwie war das so, dass ich mich natürlich dann mit dem Hund anfreunden musste und sage, ja, okay, der Falco ist jetzt da, jetzt ist ein Hund bei uns zu Hause in der Familie. Und jetzt möchte ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen, weil ich ja meine Angst auch ein bisschen überwinden musste. Das heißt, ich habe gelernt, wie verhalte ich mich einem Hund gegenüber, dass nichts passiert. Und das hat mich irgendwie voll fasziniert, wie der Falco dann auf meine Körperbewegungen reagiert hat. Und schlussendlich war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, immer wenn der Papa arbeiten ist, ist es mein Hund und ich fange jetzt an, mit ihm so ein paar Kunststücke zu lernen. Ich möchte gerne wissen, wie er zum Supertalent gekommen ist. Beim Supertalent wollte ich dann deshalb teilnehmen, weil mir viele Leute im Park beim Training zugesehen haben und dann auch gemeint haben, boah, der Wahnsinn, was dein Hund alles kann und das würde meiner niemals lernen und der ist so dumm und weiß ich nicht was. Und ich habe mir gedacht, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt, dann kann das jeder Hund lernen und das wollte ich im Fernsehen einfach mal zeigen. Aber dass sich das dann so weit bis zum Sieg entwickelt, das habe ich jetzt auch nicht wirklich gedacht. Ich wollte wirklich einfach nur mal im Fernsehen sein und zeigen, was ein Hund alles kann und das war so mein Ziel. Ich wollte wissen, wie der Dieter Bohlen ist. Wir haben mit Dieter Bohlen eigentlich nur direkt nach der Show Kontakt gehabt. Er ist aber super nett, er ist ein super Hundefreund und zu uns war er wirklich immer sehr zuvorkommend und wirklich nett. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, dass Leute so sagen, boah, der Dieter Bohlen, der ist unfreundlich. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass er einfach, wie gesagt, so ein Hundefreund ist und deshalb so gern mit uns zu tun gehabt hat. Ich möchte gerne wissen, wie lange er gebraucht hat, dass er alles kann und wie oft er in der Woche trainiert oder am Tag. Ich trainiere mit jedem Hund, also wir haben drei Hunde, zu circa 20 Minuten und das Ganze dreimal die Woche. Das reicht vollkommen aus. Wenn wir dann am Wochenende, Samstag, Sonntag irgendwo auf Auftritten unterwegs sind, dann brauchen sie auch ein paar Tage zwischendurch immer Ruhe. Und mit diesen 20 Minuten ist das Training ziemlich effektiv gestaltet. Wenn ich mal einen Hund hätte und da hätte ich auch so viel trainieren, bis der da einmal so gut kommt. Also dieses Dogdance und Trick-Dog, was wir machen, das kann man wirklich mit jedem Hund machen. Natürlich jetzt nicht in dem Ausmaß. Also man braucht auf jeden Fall, wenn man das so machen will wie der Falco und ich, einen gesunden Hund, weil man wirklich Sprünge macht. Aber es gibt genauso Tricks, die ein alter 11-, 12-jähriger Hund noch machen kann. Man muss das halt an die Größe und an das Gewicht vom Hund anpassen. Es gibt für jeden Hund irgendeinen Trick. Und wenn es nur ist, dass man so ein paar Drehungen oder ein Slalom durch die Beine gehen machen oder Rolle, Pfote geben, einfache Sachen gehen wirklich mit jedem Hund und eigentlich ist nur die Kreativität vom Menschen gefragt, was man alles lernen kann. Und natürlich darf am Schluss die Belohnung in Form eines Leckerlis nicht fehlen.